Herr Dr. Böss, nun ist es soweit, die Gesundheitsministerin sagt, es gibt keine weiteren Verhandlungen, das Gesundheitspaket steht. Die Ärzte haben dementsprechend reagiert. Es gab jetzt österreichweit das klare Bekenntnis oder den klaren Aufruf dazu, dass jetzt weiter gekämpft wird, dass das nicht so hingenommen wird. Wie sieht es jetzt in Vorarlberg genau aus? Was sind die nächsten Schritte, die Sie jetzt machen? Ja, wir werden in Vorarlberg wie österreichweit vorgehen. Das heißt, am nächsten Montag, den 16. Juni, bleiben unsere Ordinationen geschlossen. Wir werden gleichzeitig an diesem Tag einen Aktionstag in Dornbirn in der Fußgängerzone machen, wo wir die Patientinnen und Patienten einladen, mit uns einerseits über diese ganzen Vorgänge, um diese sogenannte Gesundheitsreform zu diskutieren. Andererseits werden wir auch medizinische Fragen beantworten. Das ist einmal der eine Teil. Ich muss gleich dazu sagen, dass an diesem Tag, ähnlich wie an Wochenenden, ein Notdienst eingerichtet wird, und zwar erstens ein Notdienst im Bereich Allgemeinmedizin, aber auch ein fachärztlicher Notdienst, und dieser wird in den Medien am Wochenende bekannt gegeben. Jetzt haben Sie vorher ganz kurz eingeläutet, was genau die Punkte sind, was absolut nachverhandelt werden muss. Vielleicht können Sie mir nochmal so in 2, 3 Sätzen ganz kurz sagen, was sind diese Punkte und was stört Sie genau daran? Es gibt, wie Sie richtig sagen, einige Eck- oder Knackpunkte. Einmal aus unserer Sicht, aus Sicht der Ärzte und aus Sicht der Vorarlberger natürlich, dieser zentralistische Ansatz der Hauptverbandsholding, der geplanten Hauptverbandsholding, wo es zentral zum Durchgriff bis in die einzelne Ordination und bis hin zur einzelnen Arztpatienten, zum Arzt-Patienten-Verhältnis kommen kann. Das ist einmal der eine Knackpunkt. Dann die Out-Idem-Regelung, das heißt diese Medikamentenverschreibung, wie sie derzeit geplant ist, ist auch für uns so, wie sie jetzt vorgesehen ist, nicht akzeptabel. Für uns Ärzte gibt es dann auch ein spezielles Problem. Das sind die sogenannten Direktverträge. Das heißt, wenn kein Vertrag zwischen Hauptverband und Gebietskrankenkasse und Ärztekammer zustande kommt, dass dann mit den einzelnen Ärzten verhandelt werden soll und darf oder muss, das ist für uns nicht akzeptabel. Das heißt, ähnlich wie wenn die Kollektivverträge abgeschafft würden. Auch gegen eine Qualitätskontrolle haben wir gar nichts. Die Qualitätskontrolle soll und darf aber rein sich auf ärztlich-medizinische Fakten beschränken, nicht aber auf ökonomische, und sie soll dann auch eben von diesen Fachleuten durchgeführt werden. Der Ball liegt jetzt nicht mehr bei der Regierung, sondern der Ball liegt beim Nationalrat. Der muss dann schlussendlich dieses Gesetz beschließen. Jetzt wird dieses Gesetz bzw. der Gesetzesentwurf an den Sozialausschuss gegeben. Deshalb auch unsere Aktion am Montag, denn am Dienstag ist der Sozialausschuss. Von dort aus wurde signalisiert, dass man auch mit den Ärzten sprechen wird. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Wenn es nicht in unserem Sinne weitergeht, dann sind weitere Aktionstage geplant, so am 26. und 27. Juni und dann wieder an 3 aufeinanderfolgenden Tagen vom 7., 8. und 9. Juli.